So, ich bin jetzt bei einer Gaststätte hier vor der Borussia Dortmund gegründet. Und wenn Borussia Dortmund hier gewonnen hat, dann ist ja der ganze Platz, glaube ich, voll. Ja, mal gucken, vielleicht fahre ich auch mal dahin, wenn Borussia Dortmund hier gewonnen hat, dann fahre ich vielleicht dahin, dann will ich das mal miterleben. Ja, jetzt gehen wir gleich zum Michalski-Platz, auch ein ehemaliger Borussia. Ich glaube, so war Tifa auch schon tot, da kann ich gar nicht genau sagen, aber müsste eigentlich, ist schon relativ alt gewesen. Ja, hier ist mein altes Viertel, wo ich früher war. Da vorne gleich rechts um die Ecke kommt der Platz. Ja, ist halt für Dortmund was Besonderes. Naja, macht's gut. So, ich melde mich dann auch gleich wieder. So, ja, ich bin jetzt auf so einem Fußballplatz mitten in Dortmund. Jetzt Dortmund-Symbol. Ja, sowas gibt es hier in Hannover nicht, oder in Celle oder in Hamburg. Ich bin da. Das ist meine. Wie heißt das? Wir wohnen hier. Kein Problem. Wie heißt dieser Ständer? Kommt der Fernseher? YouTube. Mr. Weifmaß. Was ist das? Was heißt das? Also, ich bin jetzt hier auf dem Fußballplatz. Dann musst du ihn aber mitnehmen. So, da machen wir mal so einen kleinen Rundblick. Das blende ich jetzt mal ein. So, und ich habe hier jetzt Borjan Belluni aus Kosovo. Security, der lebt in Dortmund. Danke. Ja, das war nicht so geplant, das kostet Fussig und... Na, da komm, meine Wohnung jetzt. So. Du mach deine Video, ich mache meine Video da unten. Vor der Wohnung. So. Ja, vor der Wohnung. Oh, gerade mal, bravo, Okay, Und der andere, der vor dir, wie ist deine Wohnung gewesen? Trotzdem, danke schön. Da. Wo ist meine Wohnung? Ich kann es nur zählen, ihn aber und dann ist es schicken bei mir. Diese Video. Du kannst das sehen. Ja? Das wäre ein Zug. Achso. So, da vorne ist irgendwo die Wohnung. Und mein Video ist ja ein neues Video gelandet. Thank you. Bitte schön. Ja. Das kommt bei mir. Ich bin der Besitzer von. Das ist mein Lehrer. Das ist mein Lehrer. Okay, danke. So.
Also mal gucken, was jetzt kommt. Danach hauen wir ab. Hm? Noch ein bisschen was vorhanden. So, und ich bin jetzt hier vom Haus und das Haus sieht auch richtig schön aus. Und da kommt der nächste. Hallo. Hallo. Das ist Borsigplatz BVB. Die beste. Das ist meine Wohnung hier. Und ich. Ich will sagen, von diesem Kollegen da, der macht das beste Video, aber das von YouTube, ne? Das ist von YouTube? Das ist von YouTube nur. Hm? Keine sind andere, ne? Nee. Aber du kannst du machen ein besseres Video von mich hier und dann schicken bei mir. Das kann ich machen dann? Ja. Hm? So. Da ist vorne die Wohnung und. Der verstehen mich nicht, ne? Hm? Ich will ein Video alleine machen. Alleine. Und dann schicken, oder machen in YouTube. Und dann ich kann sehen das. Hm? Siehst du das? Ich hab dich ja auf Abo gemacht. Okay. Wenn was Neues kommt, kriegst du die Info. Okay, ja, ich wollte, das war auch sehr schön hier. Zwei Sachen kamen ganz spontan. Und die zwei Leute, die ich hier kennengelernt habe, die waren sehr, sehr nett. Ja, ich sage euch das nochmal hier mit Borussia Dortmund. Die Kamera ist gut. So, und ich würde sagen, das ist auch sehr schön. So was gibt es in Celle und in Hamburg nicht. So, und jetzt geht's weiter und wir gehen jetzt weiter. Bis dann. Ja, so, ich bin jetzt in einer Pizza hier, irgendwo in Dortmund. Ich nehme mal das hier. So. Und bei mir gibt es auch gleich Nudeln. Hallo, hast du Pizza Dortmund schon fertig? Und ich werde mit dann, wenn das Essen fertig ist. Super, dann gib uns die mal vorher. Dann kann dein letztes Ding. Ja, ich würde sagen, das ist sehr, sehr lecker. Das sieht sehr lecker aus. Und das Spaghetti hat 7,90 € gekostet. So, das Eis war auch sehr, sehr lecker. Hier ist das Eisdiele. Und ich werde noch ein bisschen rumgehen. Bevor da bin ich in Karte gekommen und da gehe ich jetzt weiter und ich gehe jetzt zum Bahnhof und ja, Dieter und ich wollen noch was machen und ich gehe dann jetzt zum Bahnhof. So, ich bin jetzt in Phoenixsee
in Dortmund, wir fahren mit dem Tretboot und jetzt ist er schon am Treten. Der fährt dann erst 90 für eine Stunde ein Boot und dann für eine Stunde 10 Euro. 10 Euro und für eine Stunde 60 Minuten. Ich mach mal schon 50. Ich werde auch mal gleich treten und dann kann sich ein paar Videos machen. Hallo, ich kaufe nicht. Ronny, wo bist du? Ich unterwegs. Wo bist du denn? Ich habe Phoenix-Tee. Danke. Und da kommt mal die Waffe, was ich mir bestellt habe. Milchshake. Und was, Nickern? Hallo. Hallo. Hätte ich dir was gefragt, du Idiot. Ja, war lecker, danke. So, und der Kollege, der hatte ein Eis. Der fährt sagen, das ist alles sehr, sehr lecker aus. Und er fährt das jetzt aufessen und ja, ich melde mich dann, wenn ich fertig bin und mal gucken, was wir noch zu machen. Sehr, sehr lecker. Greetings to Japan! Greetings! Greetings! Where are you from? Where are you from? I come from Germany. From Germany, yeah, you're not kidding. Und, where are you from? Where are you from? I come from Deutschland und das kommt auf YouTube. Auf YouTube? Das ist gut. Your mother, your family, where? Asia, somewhere. So meine Familie kommt aus, meine Mutter kommt aus Südkorea und mein Vater kommt aus Deutschland. Aber du bist in Deutschland geboren? Ich bin in Deutschland geboren und ich komme aus Hannover. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und bin heute, bin zu seit super hier. Guten Hunger. Guten Morgen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und ich melde mich dann auch gleich wieder. Viel Spaß, ihr Mann. Jawohl. Ja, neues Happy, was denn? Ja, wunderbar. Ich gebe.
Was kommt da nochmal rein? Jetzt kommt 43er rein und gleich, damit es perfekt wird, da kommt Milch hinzu. So ist das Rezept. Ich bin perfekt, das ist alles leicht. Da kommt nichts. Und was nimmst du dazu? Laktosefreie Milch oder normale Milch? Ich muss laktosefrei nehmen, da ich laktoseintolerant bin. Eins. Zwei. Aber das kenne ich noch nicht. Aber das kann man auch mit normaler Milch machen, ne? Ja, klar. Das ist jetzt nur wegen mir. Mhm. Perfekt. Mir fällt damit sehr, sehr lecker aus. So, ich werde das jetzt mal spielen. Die ist anders. Mir fällt dann, das ist sehr, sehr lecker. Und ich werde das für jeden weiterempfehlen. Und ja, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Und wir spielen gleich noch ein bisschen mit der PS5. Ich habe eben gerade die laktosefreie Milch genommen. Und jetzt nehme ich das mal mit Bergmilch. Bergmilch ist auch sehr, sehr lecker. Ein Smaller hinten. Ist trocken drin. Mhm. Und wie heißt denn eigentlich das Getränk eigentlich? 43er mit Milch. Mit Milch? Mit Milch. Okay. Keine Sorge, wir haben noch eine Flasche. Noch eine. Okay. Ich werde das hier jetzt mal trinken. Und ich werde mal beginnen, wie es zu fahren. Du bist der Einzige, der bei Scheißmusik so abgeht, ne? So, ich werde das hier mal trinken, mal so testen. Der fährt, ist sehr lecker. Der fährt dann, so, wenn ihr Fragen habt, so, hier braucht es einfach narkosefreie Milch. Oder die Leute, die narkosefreie Milch trinken, laktosefreie Milch, dann 43er. Und dann kann man auch bei Hefe hier aufbekommen und bei Penny. Und ja, und ich habe auch jetzt mal Bärchenmilch genommen und das ist auch sehr, sehr lecker. Und was man da auch reinmachen kann, Eiswürfel. Das ist auch bestimmt sehr, sehr lecker. Ja. Und ich werde das jetzt aussuchen. Und ich melde mich dann auch gleich wieder.